Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir einige Events in Pokémon Karmesin und Purpur, die wir besprechen werden. Und wir haben News zur Nintendo Direct, Freunde. Darauf werden wir uns heute beziehen. Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne Werbung für meinen Discord-Server machen. Wenn ihr euch mit anderen Pokémon-Freaks austauschen wollt, kämpfen wollt, tauschen wollt, BP farmen wollt, dann joint doch gerne dem Server. Dort sind jede Menge coole Leute am Start, mit denen ihr das auf jeden Fall machen könnt. Und falls ihr keine Leaks mehr verpassen wollt, joint auch dem Server. Dort haben wir einen Leak-Channel und ich sag's mal so, Freunde, dem Server zu joinen lohnt sich auf jeden Fall. Aber kommen wir erstmal zu den Events in Karmesin und Purpur. Und zwar ist schon seit gestern dieses Event hier verfügbar. Tritt jetzt gegen schwer zu findende Pokémon an. Fange editionsspezifische Pokémon, um der Vervollständigung deines Pokédex einen Schritt näher zu kommen. Es ist an der Zeit, gegen einige Pokémon zu kämpfen, die du bislang vielleicht noch nicht gefunden hast. Bis Sonntag, den 18. Februar um 23.59 Uhr UTC erscheinen häufiger Humanolith, Kubuin, Climanzo und Azuglas in Terra Raids mit 3 und 5 Sternen. Diese normalerweise editionsspezifische Pokémon verfügen über diverse Terra-Typen, also bereite dich gut vor. Und was jetzt hier sehr besonders ist, es ist tatsächlich auch für Karmesin-Spieler möglich, an Azuglades ranzukommen und für Purpur-Spieler an Climanzo ranzukommen. Hier seht ihr nochmal die Eventzeitpläne: Freitag, 16. Februar um 0 UTC bis Sonntag, 18. Februar um 23.59 Uhr UTC. Dann sind wir nun auf der Seite von Cerebi und hier haben wir die Informationen zu den Moves und zu den Items, die die Pokémon droppen. Und ich würde sowieso mal behaupten, es kommt jetzt eher auf die Items an, weil die Pokémon an sich kriegt man da sowieso sehr einfach im Spiel und die Pokémon sind an sich auch nicht besonders. Also die haben auch kein Abzeichen oder sowas. Von daher, ich denke mal, für die meisten von euch werden eher die Items hier wichtig sein. Aber hier Climanzo wird hier die Attacken Rüstungskanone, Flächenmacht, Lichtkanone und Aurasphäre haben und als Status-Moves Sonnentag und Psychofeld. Und das hier sind die Items, die Climanzo droppen kann. Also das hier sind die Base-Items, die ihr eigentlich immer bekommt. Und das hier sind dann noch die Random Items, die ihr dann zu dieser gewissen Prozentanzahl bekommt. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, das würde wahrscheinlich den Rahmen vom Video sprengen. Dann kommen wir nun weiter zu Azuglades mit den Attacken Reueschwert, Dunkelklaue, Psychoklinge und Nachthieb und den Statusattacken Sonnentag und Protzer. Und das hier sind die Items, die Azuglades droppen kann. Dann haben wir noch Humanolith mit den Attacken Steinhagel, Body Press, Fruststampfer und Ramboss und die Statusattacken Sandsturm und Eisen. Abwehr. Und hier haben wir auch noch die Items, die Humanolith abwerfen kann. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Kubuin mit den Attacken Aquadurchstoß, Eiskreisel, Eisenschädel und Senkopfstoß und den Status-Moves Amnesie und Schneeschauer. Und hier haben wir die Items, die Kubuin abwerfen kann. Dann kommen wir nun weiter zu der Global Challenge 2024 Teil 2, bei der ihr auch von zu Hause aus die Chance habt, Championship Points für die Worlds zu bekommen. Und ja, darauf gehen wir auch mal wieder ein. Stelle dein Können gegen Trainer aus aller Welt auf die Probe und verdiene Championship Points. Das Online-Turnier Global Challenge 2024 Teil 2 findet bald in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur statt. Hier habt ihr nochmal den Anmeldezeitraum: Donnerstag, 22. Februar um 0 Uhr UTC bis zum Donnerstag, den 29. Februar um 23 Uhr UTC. In diesem Zeitraum könnt ihr euch anmelden und das Turnier findet an sich hier vom Freitag, den 1. März um 0 Uhr UTC statt bis zum Sonntag, den 3. März um 23.59 Uhr UTC. Wie schon gesagt, hier habt ihr auch die Chance von zu Hause aus Championship Points für die Worlds zu sammeln. Falls ihr jetzt beispielsweise nicht so oft die Möglichkeit habt, zu den Regionals zu gelangen oder falls ihr einfach nur Punkte aufstocken möchtet, dann Freunde, strengt euch auf jeden Fall an, dann habt ihr auch die Möglichkeit, schön von zu Hause aus Championship Points zu sammeln. Dann gibt es hier natürlich noch die 15. Season der Rangkämpfe. Diese läuft aber schon seit Februar und wird noch bis zum Donnerstag, den 29. Februar um 23.59 Uhr andauern, Freunde. Dann, Freunde, gibt es ein weiteres Event. Dieses findet allerdings nur in Japan statt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, in Pokémon Karmesin und Purpur euch ein Relaxo abzuholen. Und zwar in den Pokémon Centern in Japan vom 23. bis zum 29. Februar. Also für diejenigen von euch, die sich eventuell während diesem Zeitraum in Japan aufhalten, die werden wahrscheinlich sowieso zu den Pokémon-Centern gehen, dann schnappt euch doch einfach noch parallel dazu ein Relaxo für eure Spiele. Ist auf jeden Fall auch eine ganz interessante Sache, Freunde. Dann, Freunde, kommen wir nun zu der Pokémon Direct. Diese hätte tatsächlich eigentlich schon diese Woche stattfinden sollen, wie die meisten ja eigentlich schon vermutet haben. Viele haben sich ja dann auch gewundert, dass gar nichts gekommen ist diese Woche. Die Direct wurde voraussichtlich jetzt auf nächste Woche verschoben, da sie aufgrund von Xbox Ankündigungen einfach jetzt auf nächste Woche verschoben wurde, weil es ja diese Woche Xbox-Ankündigungen gab und man wollte jetzt wahrscheinlich nicht damit direkt konkurrieren und hat sich dann gedacht, hey, verschieben wir einfach die Direct auf nächste Woche. Dann, Freunde, haben wir eigentlich schon die Bestätigung bekommen, dass wir nächste Woche
auch wirklich die Direct bekommen. Denn der Twitter-User Pyoro hat gepostet Next Week. Das ist, by the way, der Leaker, der auch hier Spiele predicted hat wie Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG Remake und auch Mario vs. Donkey Kong Remake. Also der Typ ist auf jeden Fall vertrauenswürdig, denn er hat das auf jeden Fall schon Tage vor der Direct gepostet damals. Dann gibt es hier nochmal ein paar Nachrichten von Jeff Grubb, denn einer hat ihn gefragt, was ist mit der Direct los? Wurde sie verschoben? Wurde sie abgesagt? Wurde sie für die Switch 2 gesaved? Und da hat der Jeff geantwortet, ich weiß, das will niemand hören, aber genau wie damals, als die Königin starb, ist das real. Ich habe Anfang dieser Woche gehört, dass sie über die Verschiebung der Direct wegen des Xbox Business Updates diskutieren. Ich habe das Datum nie genau gewusst, ich habe erst Mitte Februar davon gehört. Ich habe das auch am Dienstag bei Nintendox gesagt, aber aus irgendeinem Grund hat dieser Leckerbissen nicht die Runde gemacht und keine Schlagzeilen gemacht. Ich habe es ja schon gerade eben gesagt, aufgrund von Xbox Sachen wurde die Direct jetzt wahrscheinlich auf nächste Woche verschoben. Er hat es zwar schon am Dienstag hier bei Nintendox erwähnt, das ist jetzt ja glaube ich auch so eine Presseseite, aber das hat nicht so die Runde gemacht und trotzdem haben sich dann alle Leute gefragt, so, hä, wo ist die Direct? Was geht ab so? Obwohl es ja eigentlich schon seit mindestens Dienstag bekannt war, dass diese Woche wahrscheinlich nichts kommen wird. Dann schreibt Cerebi noch, es sieht so aus, als hätten die anderen Leaker größtenteils recht gehabt. Das Format war das Richtige, leichte Datumsänderungen, wie diese von einer Woche zur anderen, sind normal und können auftreten, nachdem die Quellen die Informationen erhalten haben. Ja, wie schon gesagt, man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass diese Woche die Direct stattfindet, aber sie wurde jetzt auf nächste Woche verschoben. Und Freunde, wir haben jetzt ja auch noch wahrscheinlich Informationen zur Nintendo Switch 2. Denn diese wird, wie es aussieht, nicht bei der nächsten Direct angekündigt nächste Woche, sondern wurde ebenfalls verschoben, und zwar auf das erste Quartal 2025. Also dort soll sie released werden, und wenn wir auch noch weitergehen, haben wir folgende Informationen. Eine Veröffentlichungsquelle deutete an, dass die Verzögerung darauf zurückzuführen sei, dass Nintendo stärkere Erstanbieter Software für die Konsole vorbereiten könne. Erste Enthüllung noch für März geplant, die vollständige Enthüllungsveranstaltung ist für Juni geplant. Also, es soll wahrscheinlich schon im März so eine erste Enthüllung geben für die Switch, aber die richtige Ankündigung soll dann wahrscheinlich bei einer Direct im Juni stattfinden. Also, leider, für einige vielleicht zum Glück, noch keine Ankündigung nächste Woche für die Switch 2, sondern wahrscheinlich erst komplett im Juni, Freunde. Was aber auf jeden Fall bedeuten sollte am Pokémon Day, das Spiel, was für dieses Jahr angekündigt wird, wird wahrscheinlich zu 100% das letzte Switch-Pokémon-Spiel werden. Was dann nächstes Jahr angekündigt wird, wird voraussichtlich für die Switch 2 veröffentlicht werden. Aber Freunde, was ist denn eure Meinung hier mit den ganzen Kamisono Popo-Events und mit der Nintendo Direct und der Switch 2, Freunde? Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!